Hallo und herzlich willkommen zurück zu Half-Life. Nachdem wir uns in den letzten Folgen hier so ein Stück weit durchgekämpft haben, man sieht schon dieses Blutbad, und uns durch den Laser, durch die ganze Lasergeschichte gekämpft haben, sind wir frei. Wir können raus. Endlich. Durch den Haupteingang von Black Mesa geht's jetzt los nach draußen. Ah, frische Luft. Sehr schön. Aber täuscht alles ein bisschen, genau deswegen. Hallo? Jetzt. Ich wollte nicht schießen und wir haben gleich ein automatisches Geschütz hier oben. Ah. Das stand ein bisschen ungünstig. So, wir haben kaum mehr Munition. Wir müssen uns mal ein bisschen versuchen, über Wasser zu halten. Hier sind auch noch diverse Wissenschaftler. Toll. Was auch immer das hier mit den Kisten jetzt... Ja. Schon wieder so ein Geschütz. Mann! Ihr seht, es geht ja gleich wieder richtig los. So, also über diesen Weg hier draußen sollen wir den Lambda-Komplex erreichen. Und wir füllen gleich mal unsere Energie auf. Plus Revolver-Munition. Ich weiß nicht, wie es laufen soll. Mal schauen. Oberflächenspannung. Das nächste Kapitel ist erreicht. Hier sind gleich mal mehrere Barrikaden. Wow. Kommen hier Soldaten aus der Ecke. Ja, noch eine Granate. Sag mal, Jungs. Oh, toll. Und ich habe mich gleich mal in die Luft gejagt. Oh, schön. Mit Speicherstand in die Luft gejagt. Nicht so geil. Naja, dann gehen wir eben nochmal von vorne raus. Wir kennen das ja jetzt schon, das Prozedere mit dem Spielstand. Jetzt mal das hier weg. Gleich mal ein automatisches Geschütz, das zweite nehmen wir auch gleich mal mit raus. So, weiter geht's. Da erwarten uns da ein paar Soldaten um die Ecke einfach mal. Nette Vorgehensweise. Funktioniert aber offensichtlich nicht so doll, wie die Herren sich das vorstellen. Ich weiß nicht so recht. Jetzt fange ich das... Oh, Munition alle. Ah, toll, nachladen. Nein, hör doch mal auf, mir ständig die Granaten hier vor die Nase zu werfen. So, warte mal, Munition. Hat's gleich nachgeladen. Ah. Au. Oh, verdammt, das tat dolle weh. Da sind gleich noch Medikits. Ja, wenigstens was. Wenigstens irgendetwas. Das ist ja hier nicht feierlich. Kann ja alles in die Luft gehen. So, das ist dieser Komplex, den wir gerade schon mal gesehen haben. Eine Brücke. Oh, Hubschrauber. Nervt mich, dass wir kaum Munition haben. Was macht der Hubschrauber? Er beschießt die Brücke. Ist das da hinten ein Geschütz? Warte mal. Und der kommt zurück. Er schießt in unsere Richtung. Oh nein. So, wir können aber mal versuchen, verzweifelt versuchen, zu speichern. Was jetzt möglich ist. Wohl bemerkt. Fragwürdige Ethik würde ich mal noch lassen. So, was ist denn eigentlich noch, ja, Rest weiß ich gerade nicht. Mal schauen. Da läuft ein Soldat. Wir können reinzoomen. Da steht ein Geschütz, auf jeden Fall. Und hier ist ein Soldat auf dem Weg. Ah. Da
Mann! Blöd, Mann! Bin ich wieder fast tot. Toll. Hat ja wieder super funktioniert. Na toll. Das ist ja jetzt wieder richtig genau. Wir laufen einfach mal. Lauf. Nein. Okay, das mit dem Laufen funktioniert jetzt nicht so wie geplant. So, funktioniert der Spielstand? Nein, er funktioniert nicht. Schade. Mensch, nochmal den Weg. Es tut mir ja leid, dass wir das jetzt zum dritten Mal sehen müssen. Oh. Okay, beide erwischt. Aber ihr seht ja, es ist mit den Speicherständen echt nicht feierlich. Dass es nun absolut gar nicht funktioniert. So, wie gehen wir die Herren jetzt an? Wir jagen das einfach mal in die Luft. Das Gefühl, das bringt's nicht. Okay, die neue Kanone, die wir bekommen haben, die könnte es tatsächlich reißen. In dem Fall. Ist die Frage auch gegen den Hubschrauber? Ich möchte es eigentlich nicht ausprobieren. Wahrscheinlich muss ich es auch. Ah. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Da drüben geht's runter. Ein Staudamm. Sie mal hier verschanzen. Ja, nett, dass dieses Geschütz hier einfach mal drauf böllert. Okay. Das scheint ja zu funktionieren, hier reinzukommen. Unter Wasser. Nur mal ganz kurz. Ich will mal den Hubschrauber. Was zur? Nein. Alles nicht so dolle. Turbinenkontrolle. Kriegt das was? Ich verschanze mich nochmal hier hinten. Da steht ein Soldat. Kriegen wir den? Jawohl. Den kriegen wir. So, was hat diese Turbinenkontrolle jetzt gebracht? Au. Ah, dieser Hubschrauber. Dass das Vieh tot ist. So, das können wir öffnen. Das ist jetzt der einzige Weg, den ich hier sehe. Auf die Brücke zurück komme ich ja nicht mehr. Was genau das nächste ist, dass mir... meine Wahl war... die falsche. Nein. Nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe auch noch den falschen Schacht gewählt. Okay, also der rechte Schacht ist es. Nochmal versuchen. Nein, es sind ja nur die Turbinen. Moment mal. Oder geht das hier ganz auf? Okay, es geht offensichtlich ganz auf, aber wir müssen nochmal hoch. Es bringt nichts. Da ist der Hubschrauber, da kommt er. Nochmal runter. Ah, jetzt sind die Türen natürlich wieder zu. Sehr erfreulich.
Ach so, ich vermute mal, wir müssen hier in einer dieser Schächte rein. Also in einer dieser Schächte, sage ich schon, diese Röhren. Aber das gestaltet sich gerade schwieriger als gedacht. Und nochmal das Spiel. Turbinen auf. Wir kommen hier nicht durch. Oder? Doch, wir kommen durch. Okay. Das bietet ja ungeahnte Möglichkeiten. Nur dieser Hubschrauber im Nacken nervt. Was ist hier vorne? Eine Leiter und ein Tor? Okay, ich glaube, wir haben ich hoffe, dass wir ihn abgeschüttelt haben. So. Da befinden wir uns wieder in der Röhre. Das war ja das mit dem Lambda-Komplex. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt haben wir ihn endlich hinter uns, wahrscheinlich, oder? Na, ich weiß noch nicht recht. Nein, komm, Kopfkrabben. Angelaufen. Die werden wir gleich mal wegmachen. Gibt ein toter Soldat und ein Medikit, was ich gerade nicht brauche. Ich brauche Energie. Ach. Das ist nicht schlimm. Hier sind noch Kisten, die Munition. Munition brauche ich jetzt unbedingt. Okay, alles frei. Ach so. Hier rüber. Und jetzt? Und ich falle erstmal wieder runter. Es war so klar, dass es passiert. Das Phänomen der Leitern. Oder geht's hier oben? Hier oben geht's weiter, okay. Trotzdem schießt der Hubschrauber noch. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht da oben auf dem Präsentierteller stehe. Ich stehe auf dem Präsentierteller. Na, yippie. Und jetzt? High Voltage. Hier hinten. Ja, das ist mit so einem Hubschrauber im Nacken echt nicht feierlich. Also der will was von uns, der Hubschrauber. So viel ist klar. Was zur? Warum hat sich dieser Sand... Oh nein! Oh! Deswegen der Sandhügel. So, jetzt haben wir... Ach, wir haben mal wieder so ein... Diesmal ist es nur einköpfig. Aber wir haben eben diesen Hubschrauber im Nacken. Okay, jetzt ist es erstmal ausgeschalten. Munition einsammeln weiter. Au. Nein, nein, nein. Boah, das ist ja unglaublich mit diesem Hubschrauber. Was ist das? Ach, das ist Munition für diese Krabbelviecher. Ja, au, 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 au. Weg, weg, weg. Ich komme nicht raus. Ich kam nicht raus. Oh, ist das ärgerlich. Ich kam nicht raus aus der Situation. Und der Speicherstand ist wieder zerhackt. Nein. Auch nochmal darüber. Passt auf. Ich schneide es mal rein. Wir sehen uns gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder an der Stelle zurück angelangt, nachdem es uns den Spielstand mal wieder zerhauen hat. Jetzt stehen wir natürlich auf der anderen Seite, wo die Kopfkrabben rauskommen. Ich weiß aber noch nicht ganz, wie es weitergeht. Aber ich... Nein! Wow. Das scheint wahrlich Treibsand zu sein. Hier geht's weiter. Ich weiß, ich habe jetzt die anderen Sachen nicht mit eingesammelt. Aber wir sind wieder im Rennen. Wir sind damit wieder im Rennen. Hier sind Minen. Ah, und dieser Hubschrauber. Ja, und nun? Ich kann offensichtlich nicht über den Sand laufen. Also müssen es die Steine sein. Und vor den Schildern lang.
Das Zaun. Und eine Mine. Wie wir sehen. So. Ich habe mal noch so einen Autospeicherstand geladen. Jetzt hier in der Röhre. Wir müssen also nicht ganz so weit zurück. Jedes Mal. Das ist eigentlich ganz nett, aber es ist natürlich die alte Leier mit den Speicherständen. Ich brauche das nicht zu erklären. Ich glaube, ich habe das jetzt mehrere Male erklärt. Ihr wisst, wie es läuft. Es tut mir natürlich leid, aber es lässt sich halt nicht vermeiden. So. Blöde Kopftrappe. Dann zu dir hier. Jetzt zum Minenfeld zurück. Ah, dieser Hubschrauber noch dazu. Ist hier irgendwo ein besserer Weg? Offensichtlich nicht. Au. Natürlich erscheinen hier Kopfkrabben. Ah! Hier ging's weiter. Diese Röhre hat uns also nichts gebracht. Ist hier noch ein Schild? Storm Drain Hedge, okay. Ach, und Soldaten! Ah, die mir natürlich gleich wieder mal eine Granate auf die Füße werfen. Ah! Muni leer. Mann! Die Jungs. Wo geht's hier lang? Das ist doch... Okay. Wir sind jetzt wieder hier. Da vorne ist ein Zelt. Können wir noch Munition mitnehmen? Genau. Einfach vorsichtshalber. Ach, sieh mal einer an, was die Jungs hier noch haben. Das werden wir gleich mal entschärfen. Oh. Das ist ja echt nett gewesen. Hast du hier noch einen Unterschlupf, läufst du gleich mal wieder in so eine Mine rein. So eine Lasermine. Gut, also hier ist eine Tür. Mal gucken, was der Hebel jetzt bringt. Storm Drain Hedge. Ach, das ist die Luke, die wir vorhin gesehen haben. Jetzt ist mir natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier zurücklaufe zum Minenfeld, was ich ungern mache. Wie komme ich jetzt daran? An den Zaun. Wir waren ja im Endeffekt schon dran. Die Luke ist auch offen. Aber wie kommen wir rein? Ohne gleich in die Luft zu fliegen. Okay, wir kommen rein. Jetzt natürlich die Frage der Leiter. Ja, sehr schön. Wir sind also drin. Wieder im Komplex. Gott sei Dank. Wo geht's jetzt hier lang? Oh! Kampfflieger. Riesenschlucht. Automatisches Geschütz. Na, yippie. Soldat ist erwischt, aber wo ist das Geschütz? Das krieg ich von hier aus doch... Oh Gott! Das ist natürlich eine echt bescheidene Stelle. Also die Jungs haben ja wirklich hier was gebaut. Und ich möchte ungern jetzt hier runter. Ah! Was war das? Hier geht's runter. Oh, ehrlich. Deswegen. Okay, wir brechen
schlicht Brocken weg. Aber trotzdem mit 16 AP jetzt hier weiter durchlaufen, es sieht nicht gut aus.